herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Toms Keller Show. Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend mit vielen tollen Gästen und vielen Überraschungen. Nun begrüßen Sie mit mir unseren Gastgeber Thomas von Metz. Alles gut? Hallo. Servus. Hi Jungs. An den Zapfsäulen Philipp. Ciao. Die Kellerkapelle, meine Damen und Herren. Chris Kaufmann an der Gitarre, am Schlagzeug Markus Meckmeier und am Bass Andreas der Andermann-Sola. Kellerkapelle, die legendäre Kellerkapelle, meine Damen und Herren. Jawohl, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und herzlich willkommen, liebes Publikum, hier im Sudwerk des Batzenhäusers. Tja, und nun freuen Sie sich mit mir auf Folkrock aus Südtirol. Auf eine Dame, die quasi jeden Ball hält, und auf eine weitere Dame, eine Grande Dame des Films und des Theaters, und die verschenkt so manchmal auch ihren Mann. Tja, und jetzt fehlt mir nur noch die eine, die meine, und die verschenke ich nicht. Die bezaubernde Manuela Ramosa. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Er stand schon mit Größen wie The Killers, Alabama Shakes und Kings of Leon auf der Bühne in Las Vegas. Er ist Teil einer vierköpfigen Band und mit denen tourt er gerade durch Deutschland, Österreich und Schweiz und Südtirol natürlich mit ihrem Album Backwards Around the Sun. Und heute sind sie hier, live on stage mit Through the Storm. Meinfeld! Down the shoreline, and I can feel the wind increase. I hope I make it in time before nature its strength releases. Here comes a storm, and I need to get home. Body shivers as I run through this pouring rain. My legs are ready to give out, but all the begging is in vain. I need to get home through the my life.
ice cold unknown. And I'm howling to the moon that got me home. And my heart reaches out into the sky. And my heart reaches out and how does it cry? Es stimmt ja nicht ganz, was ich davor gesagt habe, weil ihr seid gleich zu zweit gerade auf der Bühne, gell? Der Kevin und du. Zwei sitzen noch im Publikum. Der Willi und der Veit sitzen da hinten. Der Rest von der Bande. Richtig. Wie ist denn das so, vier Männer und du? Wie können wir uns das vorstellen? Schien, keine Zickereien, nichts. Nein, wir haben ja keine Frauen mit. Friede, Freude, Eierkuchen. Wie das wünscht man sich. Ja, ist richtig fein. Fein, ich bin gespannt, was du uns erzählst. Gehen wir zum Zusammenhang. Gespannt, was du fragst. Ja. Sensationell, hallo Patrick, grüß dich, servus. Bitte den Platz, danke. Was darf man da anbieten? Ein Bierle, kleines bitte. Ein Bierchen. Ihnen hat er was mitgebracht. Du hast noch was mitgebracht. Jetzt bin ich gespannt. Eine Tüte. Nein, ist schon was eine Tüte, okay. Und zwar ist in der Tüte eine andere Tüte drin. Aha, das wird ja ganz spannend da. Das tun wir mal da her. Total verpackt. Und da habe ich eine von den Erstpressungen von unserem Album. Das sind die Testpressungen ja, für die Platte. Ja, sensationell. Herzlichen Dank. Du weißt, dass ich einen Plattenspieler habe, oder? Ich habe es mir gedacht. Ja, ich habe einen Plattenspieler geerbt gekriegt. Von meinem Großvater, der ist älter als wie ich, ein Dual-Plattenspieler und den schalte ich so oft gern ein und doch mal. Das muss die Musik. Ja, herrlich. Danke, und es danke, gibt danke. Nur acht Stück für dich, gell? Acht Stück. Mhm. Also, die werde ich auf jeden Fall an einen Sonderort hinstellen. Danke. Schön. Das ist cool. Der erste Titel, den ich heute gebracht habe, war Through the Storm. Um was geht's denn da? Das war ja auch sehr stürmisch. Also. Es ist schon eine sehr metaphorische Geschichte. Es geht einfach darum, dass man durch einen Sturm nach Hause geht, nicht? Also zu Fuß. Und man sieht ihn aufziehen und man weiß, dass es jetzt hart wird, aber man muss es heimschaffen. Und ich sage, im Leben hat man oft ein bisschen Gegenwind, aber man muss halt durchhalten und man schafft es dicht bis zum Ziel. Also das ist dann die. Sehr autobiografisch auch die Texte grundsätzlich? Natürlich. Musik ist so mal ein Ventil, wo man auch vieles verarbeiten kann. Und jetzt nicht alle Texte, aber die meisten haben schon einen Bezug zum Geschehen, was wir halt haben. Ja. Jetzt war ich eigentlich der Meinung, dass es eher Irish Folk ist, nicht? Aber im Vorgespräch habe ich gesagt, nein, ist eigentlich Folk Rock, oder? Genau. Kann man das jetzt mal erklären? Was ist das jetzt genau? Ja, wir haben halt, jetzt, wie wir heimgehört haben, gerade bei einem Lied ist halt die E-Gitarre auch mit dabei, ein bisschen rockiger Einfluss. Und
Ja, das hat sich einfach so entwickelt in den letzten Jahren, dass man einfach die E-Gitarre ein bisschen dazunimmt und einfach ein bisschen härter noch, die härtere Seite zeigt. Wenn ich sage, Mumford & Sons, nicht, das ist jetzt in vielen Begriffen, nicht so ein Begriff wie Meinfeld, das ist schon klar, aber waren das damals, die haben ein bisschen so das Eis gebrochen in der Stilrichtung, oder? Darf ich das so sagen? Ja, auf jeden Fall. War das Vorbilder auch für euch? Sicher, ich meine, es ist eine Band, die hat 8 Grammys gewonnen. Trotzdem kennt man ihn vor allem noch mehr. Ist so geil, ne? Nein, aber es ist eine super Band und er schreibt super Texte, der Markus. Und Kennst du ihn? Nie getroffen. Schön war's. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Band, die mir sehr gut gefällt, auch persönlich. Und jetzt viele kennen halt in deinem Genre leider Mumford & Sons, weil es halt recht bekannt sein, ja, aber von mir aus gesehen haben wir sicher ein paar Elemente drin, die an Mumford & Sons erinnern, aber ich sage jetzt nicht, dass wir so ähnlich klingen. Also ja, das wollte ich halt, eher, ob das ein bisschen Vorbilder waren, nicht? Weil ich ein bisschen das Eis zum Brechen gebracht habe. In einem Interview hast du geschrieben oder in einer Aussendung, oder habt ihr es gesagt, dass mit dieser neuen CD, mit der ihr on Tour seid, es alles auf eine neue Ebene setzen willst. So unter dem Motto, alles oder nichts. Zumindest so hat es das angehört. Ist so? Nein, wir haben sicher ein bisschen reifer sind wir geworden, natürlich. Ja. Wir haben viel gelernt auf Tour und sind jetzt die letzten 2,5 bis 3 Jahre wirklich sehr aktiv auf Tour gewesen. Mhm. Und man muss sagen, das ist die zweite CD vielleicht für die Zuschauer. Genau, das ist die zweite CD. Aber erst einmal alles in Eigenregie gemacht und es auch also independent rausgebracht. Kann man nicht einmal so, wir haben es nicht mal auf den Markt gebracht, wir haben es einfach produziert und dann halt unterwegs halt dann verkauft. Und was habt ihr jetzt eigentlich anders gemacht? Weil du gesagt hast, damit setzen wir sie wirklich auf eine neue Ebene. Das ist natürlich ein ganzes Konzept jetzt für die CD. Wir haben die Agentur dahinter, wir haben ein paar Produzenten, auch, mit denen wir gearbeitet haben. Und sind auch ganz anders an der CD zugegangen. Und das ist halt ein bisschen so von Arrangement ein bisschen greifter. Aber ja, das ist bei jedem neuen Album, will man probieren, auf eine neue Stufe zu kommen. Und wie Kim Bang 4, seid ihr dorthin gekommen jetzt auf der Stufe? Wie ist das Feedback? Die CD ist direkt beim Start von der neuen Tour, von der Tour rausgekommen, die erste Headliner-Tour, die wir gehabt haben. Und man hat gemerkt, einfach, es ist besser gegangen, als wir erwartet haben, auch für die Besucherzahlen. Und ich glaube, wir haben schon einen Schritt nach vorne gemacht. Das ist ein wichtiger Schritt gewesen, die erste Headliner-Tour. Und es war ein super Erfolg für uns. Ja, mit der Hammermusik muss, oder? Das ist ja sensationell. Ich habe da was gefunden. Und zwar auf einer Ticket-Online-Plattform, dort, wo man die Tickets zu euren Tourdaten kaufen kann. Schreibt zum Beispiel Kerstin und Heiko, die 4 sympathischen Jungs aus Südtirol muss man einfach live erlebt haben. Wer Mumford & Sons mag, muss Meinfeld einfach lieben, denn die sind 1000-mal besser. Oder Sonja schreibt zum Beispiel, die Jungs von Meinfeld haben sich live noch besser angehört als auf der CD. Sie sind sehr charmant und machen super Stimmung, immer wieder gerne. Euer Applaus, schön. Oder? Aber die ersten 2 kenne ich. Ah, du kennst sie? Ja, ja, gut. Aber es muss sich erstmal jemand die Mühe machen, es zu schreiben, aber es ist so, es widerspiegelt ja euren Erfolg. Wie zufrieden seid ihr denn? Zu Kerstin und Heike gibt es eine nette Anekdote. Wir haben da in Dresden gespielt, das war die erste kleine Tour, die wir ein bisschen selber organisiert haben. Und da war keine Promomaschinerie dahinter und wir sind halt hingefahren. Das war gerade so eine Zeit, wo keine Studenten in Dresden waren. Das waren, glaube ich, was werden wir jetzt sein? 5 bis 10, ich kann es nicht einmal genau sagen. Und vor der Bühne ist eine Couch gestanden. Und da ist eben die Kerstin und der Heiko sind da oben gesessen, auf der Couch, zu ihrem Hochzeitstag. Oh, die besonders haben Erlebnis dann gewesen, hä? Die haben uns eben auf GoTV gesehen, oder wie das heißt. Und dann sind sie hingekommen und seitdem verfolgen die uns und sind eigentlich gute Freunde schon geworden. Ja, schön. Da sind die netten Geschichten dabei. Jetzt der Musikstil, man sieht es, wie ihr euch auf der Bühne oben bewegt. Das ist Lebensstil, oder? Wie lebt denn so einer wie du, der was den Lebensstil eben oder diesen Musikstil eben so lebt? Ja, es ist, das kann man sich das vorstellen? In neuen Album auch ein bisschen verarbeitet. Es ist immer so ein bisschen die Dualität zwischen Fernweh und Heimweh, zwischen daheim gemütlich und auf Tour richtig Gas geben. Und es ist wirklich, es gibt 2 Seiten. Nicht? Es gibt die Schiene-Seiten, wo man wirklich mit den Fans, wo man flotte Konzerte hat, wo man viel zurückkriegt, dann gibt es wieder stundenlangen Stau, dann gibt es wieder schlechte Zimmer, dann gibt es schlechtes Catering, was weiß ich. Also es ist nicht jedermanns Sache. Okay. Kannst du davon leben jetzt von den Spielen? Ja, können wir jetzt eigentlich schon dicht. Also wir haben vor 3 Jahren gesagt, entweder oder, und seitdem geben wir halt richtig Gas und natürlich... Wenn ist das auch ein Teil gewesen, auf eine neue Ebene zu setzen? Genau. Also alle 4 kennst davon leben. Genau. Du hast ein paar Projekte. Du hast dich versteigern lassen, erst kürzlich. Ja, die Geschichte gewesen, die ganze Band. Die ganze Band, okay.
Und was ist da gegangen? Und das war halt im Dezember bei der Forsterung, gibt es eine Versteigerung für einen guten Zweck, für Südtirol hilft. Und weil wir mit der Forsterung eigentlich zusammenarbeiten, haben sie uns gefragt, ja, das ist eigentlich versteigern lassen. Und gesagt, ja, das können wir machen. Und es ist einfach ein Wohnzimmerkonzert, wo mir ein bisschen zu langweilig. Und dann gesagt, ich darf kochen für eine Gruppe, nicht? War klingt gut, machen wir. Und dann hat den Film versteigert, nochmal gekocht und das war eigentlich ist super angekommen. Die wollten uns nochmal buchen und da ist eben eine neue Idee entstanden auch für mich. Ja. Das heißt praktisch, du bietest an, du kochst für ein paar Leute oder für 10, 15 Leute, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden. Und dann wird noch ein bisschen miteinander gespielt und ein schöner Abend verbracht. Genau. Vier Gänge-Menü gibt es in der Regel von dir. Du bist überzeugter und passionierter Kocher. Ja. Richtig. Köche, ich kann. Wie geht es nun mit Mainfeld weiter, die Schlussfrage? November neue CD aufnehmen und früher die nächste Tour. Okay. Das ist schon total ausblendend. Wieder neue Ebene? Ja. Unbedingt. Ja. Und da gibt es ein eigenes Festival. Und ja, glaube ich, irgendwo aus. Richtig, Anfang Mai machen wir unser erstes eigenes Festival. Dann schauen wir jetzt, wie es mit den Fragen vom Publikum ausschaut. Die Manu tänzelt da durch die Gegend. Die hat da vorab voll mitgewippt. Also, das geht nicht anders bei eurer Musik. Ich total gern. Ja, voll schon. Cool. Voll. Schön. Dann also, legen wir los. Wie kam es zum Bandnamen? Das fragen sie uns ganz oft. Also es ist keine große Geschichte dahinter, es war Zufall. Der Otti, der ist der Bandspieler da, hat davor mal einen Geistesblitz gehabt. Da muss aufgeschrieben mit E und mit weichem D zum Schluss und so Gemeinfeld. Okay, machen wir eine und dann haut das D und das passt dann. Ein Betty Meinfeld praktisch. Ja, also. Das haben wir auch schon gehört. Wir haben auch gehört, nicht offen. Okay. Ah ja, genau, weil es steht ja bei der, in Handwerk oder so. Bis, ja, wie ist LVH das? Sind wir nicht LVH, weil das war es anscheinend jemand. Beherrschst du sonst noch ein Handwerk? Koch. Ah, wir sind alle recht geschickt, würde ich sagen. Ja. Wie seid ihr zum Auftritt in Las Vegas gekommen? Also ich in 2 Jahren in den Gap. Und dann haben wir einfach mal... Studienmäßig, plötzlich, einfach mal Lust gehabt. So. Las Vegas, zocken. Nein, ich bin kein Zocker. Nein, ich habe halt anders gezockt. Du hast anders gezockt, du hast Gitarre angezockt. Ich habe dann viel gespielt. Also meine Ex-Freundin ist Amerikanerin und auch in Gap. Und damit seid ihr noch zu der Konzert? Wir sind noch eingeladen, die Band, und nochmal dann gespielt. Ja, cool. Okay. Mega cool. Letzte Frage. Wie war es damals in Las Vegas? Vielen. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es ist, natürlich, wenn man Tourist ist, dann sieht man auch eine Seite von Vegas. Aber Vegas hat einfach ganz viele Facetten und das hat eine interessante Geschichte. Es ist nicht so eine lange Geschichte, aber es ist wirklich interessant, was da passiert ist und was auch für Leute, die es wirklich entleben. Weil es sind ja relativ wenige, aber es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es ist eine tolle Atmosphäre entnommen. Bei den Auftritten ist das Publikum ganz anders wie da. Ja, jetzt bei den Amerikanern, je nachdem, wo man spielt, wenn es in einem Pub drin spielt, dann bist du, als wäre es ein Radio. Also, kann sein, wenn sie klatschen, dann hast du schon etwas gut gemacht. Perfekt. Danke, Patrick, dass du die unseren Fragen gestellt hast, meinige und auch den vom Publikum. Patrick Strobel, meine Damen und Herren. Und du hast uns noch einen Song mitgebracht, deswegen ist dein Zeichen wieder rauf auf die Bühne. Wir freuen uns auf den nächsten und den darf ich jetzt ansagen, meine Damen und Herren. Mainfeld, Patrick Strobel spielt jetzt für uns einen neuen Titel und der nennt sich Home. Patrick Strobel, Mainfeld. Thousand miles I've been walking, went to places most unknown. And I've been searching for forgiveness, and I found it in my own. I found it in my own. Slept on a street and talked with strangers. Fell in love and lost my heart. Try to fill this empty space, right back to the start. Right back to the start. No matter where you are, no matter where you go, feel your blood deep within and keep on walking slow. You know,
I shared stories in the night, a smile with children on the train. Try to find myself a new home, a searching in vain. Searching in vain, and love and lived like a hobo. So wherever I could, and then I stumble and tumble. Never thought that I would. Never thought that I would. No matter where you are, no matter where you go. Feel your blood deep within and keep on walking slow. No matter how many times you will get lost, remember where you're coming from. It doesn't matter where your body and soul has been crossed. No matter how many times you will get lost, remember where you're coming from. It doesn't matter where your body and soul. Home is when I, home is whenever I'm with you. Home is when I, home is whenever I'm with you. Home is when I, home is whenever I'm with you. Home is when I, home is whenever I'm with you. Home is when I, home is whenever I'm with you. Home is when I, home is whenever I'm. Südtiroler Aushängeschild des Frauenfußballs und die erste, die den Sprung in die deutsche Bundesliga geschafft hat. Angefangen hat alles beim Haslacher SV, weiter ging es mit dem Bozner FC, bis hin zum Bayern München und Leverkusen. Jetzt ist sie bei uns. Sie sagt selbst, ein bisschen verrückt muss man schon sein, denn nicht jeder springt in den Schlamm hinein, um einen Ball zu fangen. Damit hat sie wahrscheinlich recht. Katja Schroffenegger. Du bist ja 5 Jahre lang, hast du professionell Fußball gespielt in Deutschland, genau, ja. Gell? Wie können wir uns das vorstellen? Ist da jeden Tag Training, jeden Tag volle keine Fußball, Live-Fußball oder wie geht denn das? Ja, es ist eigentlich schon jeden Tag Training gewesen, außer Dienstag, selber unser freier Tag. Ah, okay. Und das Wochenende waren wir noch meistens 2 Tage weg, also wenn wir Auswärtsspiele gehabt haben. Und sonst haben wir die Samstags auch Training gehabt. Solano. Genau, und dann Montag, wer gespielt hat, hat es ein bisschen locker rumgehen gelassen und die anderen noch mehr trainiert und dann war Dienstag eben frei. Wie viel trainierst du normalerweise? Also, sind das, also 2-mal im Tag? Genau, und dann war eben Mittag und Donnerstag war doppelt. Und dann Freitag und Samstag immer einmal und Sonntag Spiel. Und normalerweise? Und momentan trainiere ich auch nach der Arbeit, weil ich eben als Journalistin arbeite. Ah. Auf Nachthalben, genau, ja. Eine fleißige Frau. Ja. Super. Gehen wir zum Tag. Schön, dass du da bist. Bitte. Geht's, Ming? Ja, ja. Katja, was darf man einer Torfrau anbieten zum Trinken? Ich würde gerne ein Glas Weißwein haben. Ein Glas Weißwein? Ja. Schön. Bitte ein Glas Weißwein. Ich habe dir etwas mitgebracht. Genau. Okay. Das sind die Handschuhe vom letzten Länderspiel, was ich gemacht habe. Im okay. April in England. Mhm. Und ja, die haben ein bisschen eine besondere Bedeutung. Ja. Weil es war so das Spiel, wo ich sage, in der Nationalmannschaft, das da ist mir am besten gelungen. Also genau. Du warst für die italienische Nationalmannschaft im Tor. Genau. Und hast gespielt gegen? Gegen England. In England? Genau, in Manchester. Okay. Jetzt in April. Aha. Und jetzt haben wir eine Idee im Mund gehabt. Und es ist ein Spiel gewesen, wo es von mir aus ging, wo ich die beste Leistung gezeigt habe. Wie viel habt ihr denn da gewonnen? Oder? Wir haben 1-1 gemacht. 1-1. Und es war aber, eigentlich hätte man das Torhaus verlieren.
weil die Gegner einfach stärker sind. Oder war die Katja zu stark und, im Tor? Ich habe einen guten Tag gehabt, genau. Und dann deswegen sind es besondere Hands. Dankeschön. Dankeschön. Wow. Mhm. Jetzt wisst ihr es, die Tormänner. Ich kenne das ein bisschen besser, ich muss eingestehen. Ne? Die spucken da ja alle rein, damit sie den. Ja, du das auch so? Ja, habe ich auch getan. Okay. Ich habe sie aber zwischendrin wieder gewaschen. So war es nicht mal. Halt extra für die, ja. Und das trocknen ist gelassen und jetzt, ja, jetzt müssen sie passen, ja. Die kriegen einen ganz tollen Platz. Danke dir, Katja. Frauenfußball. Ich muss es eingestehen. Also ich bin selber Fußballer gewesen ein paar Jahre und tue mir jetzt nicht so leicht mit Frauenfußball. Warum muss man eigentlich Frauen oder warum sollte man eigentlich Frauenfußball leben? Überzeug mich mal. Also Frauenfußball ist eigentlich wie ein Männerfußball. Ja. Ein Ball, 22 Spieler aufs Feld ist gleich groß. Okay, ja, dahin bist du. Der einzige große Unterschied ist, dass wir viel mehr Leidenschaft einlegen. Dass viel weniger Geld im Spiel ist, dass wir uns dafür richtig ins Zeug legen, nach der Arbeit, noch zum Training und das für einen Spottlohn eigentlich. Okay. Und, ja, und also keine 200 oder 300 Millionen? Genau, nein, eben nicht. 200 und, Euro? Oder? Ja, es hängt dann ganz so. Also. Okay. Und deswegen ist der Sport viel reiner, weil es geht rein ums Sportliche und es geht jetzt nicht um, wer mehr im Fernsehen ist, wer mehr Werbeverträge kriegt, Sponsorenverträge, es geht rein um den Sport. Echt um den Sport, ja, genau, ist ja schön. Ja. Schon überzeugt. Unsere Nachbarn, die Österreicher, haben ja heuer im Sommer einen Hype mit ihrer Nationalmannschaft gehabt, der Damen. Was haben die jetzt anders gemacht als wir andere Staaten, dass das in Österreich so auf einmal so ein Hype wurde eben? Ich glaube, Österreich hat eine Sache ganz richtig gemacht. Mhm. Sie haben einen Trainer, der von die 23 Kitschen, die mit zu der Europameisterschaft gefahren sind, der war vollkommen überzeugt von den 23 Kitschen. Und er hat einfach gesagt, es müsste an euch glauben, es müsste ein Team werden. Sie haben einen Sportpsychologen engagiert, der auch dann sie in Holland eben, begleitet hat. Mhm. Sie haben ganz viel Teambuilding gemacht. Und noch dazu sind die Spielerinnen auch gut, weil ganz viele im Ausland spielen. Genau, in Deutschland, ja. Das ist ein bisschen ein Stichwort, denn vom HSV, also nicht vom Hamburger Sportverein, sondern vom Haslacher Sportverein, bis zum FC Bayern. Eine Traumkarriere, oder Katja? Ich denke, ich bin den Weg, der vielleicht von oben gewollt war, den bin ich einfach gegangen. Mhm. Ich glaube, man hat früher gemerkt, dass mir Fußball am Herzen liegt, dass ich das gerne tue, dass ich das gerne öfter tue wie viele andere, dass ich gerne trainiere, dass ich gerne spiele, dass ich gerne draußen bin, auch wenn es kalt ist und regnet. Mhm. Und ja, das ist nicht so ohne, gell? Also. Ja, es ist dann im Winter ab minus 10 Grad, minus 5 Grad und so, es ist dann schon auch kalt, wenn der Boden gefroren ist und man wegrutscht, dann ist es auch mal nicht so schön. Und ich denke, ich bin einfach jeden Schritt so gegangen, wie mir das vorgekommen ist, wie ja, vielleicht auch, wie es mein Umfeld nicht gesagt hat, aber ich habe, wie gesagt, auch all meine Eltern an meiner Seite gehabt. Und ja, ich bin dann die Schritte eins nach dem anderen gegangen und bin dann zum Schluss eben bei Bayern München gelandet. Ja, ist nicht so einfach. Also FC Bayern-Fan, ich bekenne, Chris ist auch Bayern-Fan, also wir haben da heute schon ein paar Bayern-Fans, gell? Ich glaube, in Mainfeld gibt es auch Bayern-Fans. Ja, siehst du? okay, das müssen wir präzisieren. Katja, hast du die Jungs von FC Bayern auch kennengelernt? Ja. Unter der Dusche? Nein. Ja. Also wir haben nicht regelmäßigen Kontakt mit ihnen gehabt. Okay. Wir sind aber an der Sebenerstraße, wo es im Trainingszentrum von Bayern ist, haben wir die Kantine gehabt. Dann sind wir auch jeden Tag zum Essen gegangen, wer gewählt hat. Ja. Und sie haben noch trainiert und dann hat man sich ab und zu getroffen. Dann waren auch Doppelinterviews, die Österreicher, die Holländer miteinander. Genau, und dann hat man sich gesehen. Und hast du Manuel Neuer noch ab und zu einen Tipp gegeben? Nein, ab und zu nicht zugeschaut gegeben, habe ich beim Training zugeschaut. Ja. Wenn ich gerade zusammen gegessen habe und sonst machen sie immer ein Ding und wir haben so ein Ding gemacht. Ja. Mit 6 hat es bei dir angefangen, Fußball zu spielen. Ja. Mädchen,
Was war passiert? Der Papa eigentlich eher ein Sohn gewollt, der Profi wird und Fußball spielt? Oder wie kommt man als sechsjähriges Mädchen dazu, ich will Fußball spielen? Nein, ich glaube, das hat jetzt nicht mit 6 Jahren angefangen. Also heim bin ich zwar im Verein gegangen, aber das hat schon viel früher angefangen. Weil ich glaube, meine Mama hat mir leider erzählt, dass ich ja allem schon gern mit dem Ballmann angelaufen bin, anstatt mit der Barbie. Und ja, das hat sich dann so ergeben, dass ich eben mit der Nachbringen darf dann zum Training fahren nach Hosloch. Und ja, das hat mir so gut gefallen, dass ich eben dann dabei geblieben bin. Wir haben zumindest im gleichen Verein gespielt. Du auch. Ein Hosloch. Ja, okay. In Deutschland studiert, habe ich mir aufgeschrieben. Warum? In der Zeit natürlich wahrscheinlich von FC Bayern. Ich bin 2011 bin ich nach Deutschland gegangen, ein Jahr nach der Matura. Und dann habe ich gesagt, ich möchte den Schritt jetzt probieren. Ich habe nicht gewusst, ob es funktionieren wird, so in der besten Liga der Welt mich durchzusetzen. Und dann gesagt, dadurch, dass ich allem gern gelernt habe und die Schule war jetzt auch nicht abgeneigt. Dann habe ich gesagt, auf jeden Fall, ich möchte da studieren gehen. Ich möchte etwas mit Medien machen, wie es so oft eben heißt. Weil ich eine große Leidenschaft habe. Kommunikationswissenschaften und Romanistik. Genau, Kommunikation und Romanistik, Italienisch eben, italienische Philologie habe ich studiert. Und ich habe eine große Leidenschaft fürs Schreiben. Und dann eigentlich dann gesagt, ich möchte im Medienbereich mal alles ausprobieren. Radio, Fernsehen, war dann mit Südtirol 1 in Kontakt. Bin dann aber schlussendlich beim Schreiben geblieben, weil es die größte Leidenschaft war. Und genau, ich glaube, da kann ich meine Qualitäten am besten zum Ausdruck bringen. Katja Schroffenegger und die Verletzungen. Das ist so, das klingt so fast wie das Amen im Gebet. Das ist leider immer, das ist alles so in Zusammenhang gebracht. In deiner Karriere Pech oder zu viel gewollt? Was ist denn da? Nein, also ich glaube, ich war, bis ich 20 Jahre alt war, war ich eigentlich nie verletzt. Das passiert auch nicht jeder. Ja. Also es war sicherlich eine gute Jugend. Danach vor allem in der Zeit, wo es danach eben... dann bin ich nach Deutschland und dann ein bisschen Verletzungspech gehabt. Drei Verletzungen hintereinander gehabt. Drei eben schwerwiegende auch. Ich glaube, Verletzungen gehören zum Sport. Sie lassen einen sehr reifen. Man hat viel Zeit nachzudenken, man hat viel Zeit, den eigenen Körper auch kennenzulernen. Okay, das klingt jetzt alles nicht so wie andere Sachen auch. Praktisch so Verletzungen, Niederlagen sind neue Herausforderungen. Nicht? Aber irgendwo noch ein erstes Mal, noch ein zweites Mal, noch ein drittes Mal sagst du. Nein, mir ist es so gegangen. Ich habe in Deutschland tolle Jahre gehabt. Ich habe aber gemerkt, dass ich nie zu keinem Zeitpunkt sportlich und menschlich zufrieden war. Und dann auch über verschiedene Mental Coaches so ein bisschen mich besser kennengelernt und dann auch gelernt, dass der mentale Bereich immer mit den Verletzungen zusammenhängt. Und dann eben vor 1,5 Jahren entschieden, dass ich wieder zurück nach Südtirol komme, dass ich mein Leben jetzt anders gewicht, sprich ich gehe 8 Stunden am Tag arbeiten und bin dann jeden Tag eigentlich auf Nacht auf dem Trainingsplatz oder in der Palästra. Und, war das dann auch der Mitgrund zu sagen, okay, der Profifußball unter Anführungszeichen lass jetzt hinten. Und, wobei das ist ja auch nur Profifußball, das was du jetzt spielst beim Unterland, glaube ich, nicht? Unterland-Damen, ja. Unterland-Damen. Nein, also erstens mal gibt es die Bezeichnung Profifußball nicht da. Es ist eher, man kann von Berufssportlern in Deutschland reden. Es ist aber auch nicht alles rosig, man ist nicht so rein von den Abgaben her und von den Renten. So. Man ist nicht so eingestuft wie ein normaler Mitarbeiter, wie ein normaler Büromitarbeiter vielleicht. Man ist als Student eingestuft. Und in Italien gibt es eben leider Amateur-Fußball im Frauenbereich. Das heißt, man kriegt gleich 10 Stipendien, es ist nicht versichert, man soll keine Rente. Und das sind für mich alles Gründe. Wo ich dann sehr, so sehr schlechte Verhältnisse. Genau, das sind schlechte Verhältnisse, auch wenn man es ins Taschengeld kriegt. Aber das sind immer Gründe, wo ich dann gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall auch meine Leidenschaft fürs Schreiben, möchte ich auch nachgehen, möchte ich auch noch fördern weiter. Und ich habe jetzt einen tollen Job eben. Untertags und auf Nacht bin ich auch zufrieden, wenn ich auf dem Fußballplatz stehen darf. Da kannst du deiner Leidenschaft weiterhin. Genau, und deswegen gehe ich eigentlich in meine 2 Leidenschaften jetzt so zwei noch. Genau, ja. Super gelaufen eigentlich, oder? Ja. Katja Schroffenegger in 5 oder 10 Jahren immer noch am Fußballplatz? Oder wo siehst du dann? Wo würdest du dich am liebsten sehen? Ich glaube, ich werde es, wie es jetzt momentan ist, noch ein bisschen durchziehen. Kann jetzt 1 Jahr, kann jetzt 5 Jahre sein.
Ich denke, ganz vom Fußball wäre ich nie weggekommen. Mhm. Das ist einfach eine Leidenschaft. Ich bin gerne auf dem Platz, ich lerne gerne mehr, ich lerne auch gerne andere Leute kennen und von anderen Leuten auch etwas. Und ich möchte dann auf jeden Fall auch meine Erfahrungen in Kinder oder in Erwachsene später dann weitergeben, sprich vielleicht einmal Torhüter oder Torhüterinnen trainieren oder Kinder trainieren. Genau, ich sehe mich schon dann eher an der Seitenlinie. Weil ja, die Leidenschaft, ich glaube, ich habe die in mir drinnen und ich glaube, die muss ich ausleben. Genau, die muss ich ausleben, ja. Du warst Torfrau des Jahres, Katja Schopfenegger. Ja. Dankeschön. Und jetzt schauen wir, ob die Manuela auch so gut Bierdeckel fangen und halten kann. Ja, jede Menge. Dann schieß mal los. Das ist ja gut. Stört es dich, wenn man dich Tormannfrau nennt? Nein, das ist eine Bezeichnung, die gibt es gar nicht. Es gibt eben Torfrau oder Tormann oder Torhüter. Mhm. Genau. Oder Torhüterin. Torhüterin gibt es auch, ja. Dann, ist dir dein Torkasten manchmal zu groß? Der Torkasten. Torkasten gibt es auch nicht. Das ist 7,5 Meter groß und wenn ich einmal hupf von der Hälfte weg, dann ist es genau perfekt, dann komme ich beim Palo zu landen. Und also so, die Mose sein. 3,75 oder 3,75 Meter schaffst du vom Stand aus? Ja, mal einen Schritt und dann ist man enten, ja. Getrauen muss man sich. Patrick, ja. Spielst du Fußballer? Nein. Nichts. Okay. Mehr nichts jetzt für die zarten Musiker. Zarte Musiker, weil du bist schon Handwerker. Sei schon, aber reden zwei linke Fies. Wo ist es besser zu spielen? In Deutschland oder in Italien? Ich glaube, besser kann man nicht definieren. Also in Deutschland sind die Voraussetzungen besser. Mhm. Dafür muss ich sagen, wenn ich da jetzt auch bei meinem aktuellen Verein Unterlanddamen habe ich eben viele andere Sachen wieder zurückgekriegt. Wieder die Leidenschaft, wieder das Menschliche, wieder eine große Wertschätzung. Zu haben und ich glaube, das sind auch Sachen, für die man dann auch gerne jeden Tag trainieren geht, wenn die passen, ja. Das stimmt. Was war das Verrückteste, das du gemacht hast? Müssen wir vielleicht definieren. Ich herrsche im Publikum lachen, ja. Weißt du, von welcher Ecke hast du das Kind? Ja, nein, ich glaube, ich bin allgemein ab und zu ein bisschen komisch drauf, wie Torhüter halt sein. Und sein Torhüter grundsätzlich komisch drauf? Ja, halt sagen wir schon links außen Torhüter, ja. Ah, okay. Ja. Und ich glaube, ich habe schon mehr komische Sachen umgestellt. Also da jetzt eine rauszuheben, halt war jetzt nicht richtig. Nicht. Und sonst hätten wir vielleicht zu wenig Zeit für heute. Ja, halt war jetzt auch nicht. Schau, die hat mich schon gefreut, weil ich verrückt bin. Nein. Wollen wir noch eine? Nein. Das waren sie, ja. Katja Schopfenegger. Herzlichen Dank. Danke. Kennst du die Band Mainfeld? Ja. Schon. Sensationell, oder? Ja, ganz toll. Patrick, wir kriegen wieder einen Song von dir, oder? Schauen, ob ich ihn auch richtig ausspricht. Kiss Sedately, oder? Stimmt das? Dann schicken wir den Patrick in der Zwischenzeit nach oben. Und wir trinken gemütlich jetzt was aus und hören uns diese gute Musik an. Patrick Strobel, Mainfeld. Sorrow that she bears, and life ain't always fair. But we are here to accept the day. Love let me fly high, and life can bring me down. But my heart won't break. It gets scars, but it's beating. Don't you see that I am strong? You're talking about me, but I'm a writer, can't you see? I already found my peace,
Now it's up to you to release me. I'm ready, I am game. You can't decide this, it's in my name. And love let me fly high. And life can bring me down. But my heart won't break. It gets scars, but it's beating loud. Love let me fly high. And life can bring me down. But my heart won't break. It gets scars, but it's beating loud. Let me fly high. Don't bring me down. My heart won't break. It's beating loud. Ihr wurde das Talent in die Wiege gelegt. Seit ihrem 5. Lebensjahr spielt die geborene Bozenerin Theater. Sie spielt in Filmen und in TV-Serien mit. Und sie steht sogar vor dem Mikrofon. Angefangen hat ihre Karriere nach der Matura beim Reissender Bozen. Und heute ist sie bei uns. Ich freue mich sehr. Christa Bosch. Wow. Herzlich willkommen, Frau Bosch. Und hallo. Hallo. Also, Sie haben ja von einem Tag auf den anderen haben Sie sich entschieden zu kündigen und Ihren Traum zu verwirklichen, gell? Die Schauspielerei. Also kündigen bei der Reihe damals. Ja. Ja, genau, so ziemlich von einem Tag auf den anderen. Respekt. Ja. Und wie hat das umfangen? Stimmt das? Seit dem 5. Lebensjahr? Ja, ich habe im Kindergarten das erste Mal gespielt. Im Kindergarten. Im Kindergarten? Im Kindergarten. Und dann hat mich eine Lehrerin gesehen und die hatte ich dann in der Volksschule. Und die hat immer mit mir, also ich war dann immer der Hirte, der Josef, ich war immer die Hauptrolle in allen Theaterstücken. Ah, wie schön. Und irgendwie ging das so weiter. Aber entschlossen, auf die Schauspielschule zu gehen, habe ich mich dann erst, da war ich schon 31. Also irgendwie, ich habe das, was ich am liebsten machen wollte, am allerspätesten gemacht. Riesenrespekt. Ja, und vorher immer hier viel Theater gespielt in Südtirol. Ah, okay. Also mit verschiedenen Sehr Gruppen. Toll. Also wirklich, ja. Oder? Das könnte auch mit Applaus belohnt werden. Ja. Toll. Hallo Frau Bosch, grüß Gott. Oder dreimal. Bei uns in Bozen dreimal. In München vielleicht zweimal wahrscheinlich, oder? Okay, ja, genau. Okay. Genau. Ich nutze zumindest die Gelegenheit. Frau Bosch. Hallo. Hallo, schön, dass Sie es einrichten haben können. Ich habe natürlich auch ein Päckchen mitgebracht. Na schön. Bitte schön. Darf ich es aufmachen? Unbedingt. In der Zwischenzeit darf ich Ihnen was zum Ich hätte gern ein Wasser, einfach ein
Bozner Leitungswasser. Das ist vom Bürgermeister, oder? Das Bürgermeisterwasser, hat meine Mutter immer gesagt. Ja, Bürgermeisterwasser. Ist bei uns immer noch so. Ja, einfach nur so Wasser. Aha. Das ist übrigens nur für Freudentränen und Glückstränen, gell? Okay, okay. Werde ich machen. Oh! Die CD. Erogene Zone, Christa Posch. Ist das jene CD, die ausverkauft ist? Das ist die CD, die es nicht mehr gibt, die ausverkauft ist. Ja. Genau, es gibt noch einige wenige Exemplare, die habe ich. Ja. Und jetzt haben Sie auch eins. Und ich benutze den Anlass jetzt, du zu sagen. Ja? Dann jetzt bin hast ich der du Thomas. Also auch einen. Da bin ich der Tom. Und ich bin die Christa. Ja, schön. Okay. Danke, Christa. Herrlich. Ich habe es nämlich auf Amazon gesucht, das Album. Es ging ein paar Titel runter zu laden, aber eben da stand eben, ist ausverkauft. Also ja, voll auf voll. Es gibt auch die Mutterbänder nicht mehr, also irgendwie das ist das alles verschwunden. Ja. Es gibt nur noch die CDs, die ich habe. Ausverkauft also heißt für mich voll auf voll. Ja, es war auch ein Erfolg. Christa, ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Wenn ich nun alle Filmrollen aufzählen würde, reicht die Sendezeit nicht. Aber ein kleiner Auszug muss sein. Das müssen wir jetzt das musst du jetzt noch über dich ergehen lassen. Denn es sind tolle Rollen, die du da gespielt hast. Du spieltest mit in Tatort-Folgen. Der Alte, Inga Lindström, und zwar habe ich es mal extra ausgeschrieben, Vier Frauen und die Liebe, denn diese Serie oder dieser Film wurde auch ins Italienische übersetzt und lief kürzlich in Italien. Das wusstest du nicht. Aha, nein, das wusste ich nicht. Du warst in Italien jetzt zu singen. Also die Derricks und Alten, die waren alle in Italien. Einmal habe ich mich gehört, synchronisiert da. Genau. Und wie klingst du da? Ja, eigenartig, ganz, war mir sehr fremd, ja. Weil du bist ja selbst Synchronsprecherin auch, ne? Ja, aber ich habe mich nicht auf Italienisch, also noch nie irgendwas gesprochen. Würde das gehen, denn du singst ja auch italienische Lieder. Das geht schon. Ja, also italienische Lieder singen geht natürlich. Aber ich glaube, wenn ich mich als eine deutsche Rolle italienisch synchronisieren würde, dann würde man merken, dass das nicht muttersprachlich ist oder so. Also. Ja. Soko Kitzbühel und ja, was weiß ich noch, wie viele. Also viele mehr. Aber auch als Theaterschauspielerin wirktest du mit in vielen Stücken. Jetzt bist du Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin und Synchronsprecherin. Wo erfährst du die größte Bestätigung? Also die größte Bestätigung erfahre ich eigentlich immer in dem Moment, wo ich das mache, was ich gerade mache. Mhm. Weil ich versuche, das, was ich mache, ganz zu machen. Mhm. Und insofern kann ich da nicht sagen, das mache ich lieber, das mache ich weniger gern, sondern ich hatte das Glück, dass sich die Dinge immer so abwechselten. Also ich konnte so viele verschiedene Sachen machen. Ja, dafür bin ich dankbar. Ja. Und das habe ich auch genutzt und durfte es nutzen. Ja, ja. Du hast zuvor gesagt, du warst ja die Stimme im Reisender Bozen, so hat damals Reis Südtirol geheißen. Zum Schluss Nachrichtensprecherin im Radio, hast du gemacht. Und dann mit 31 auf einmal, tschüss Bozen, sicherer Job. Ja, schon. Aber die Sicherheit ist auch nicht alles. Was war passiert? Was war der ausschlaggebende? Ich habe diesen Wunsch, Theater zu spielen oder Schauspielerin zu sein, den habe ich lange mitgeschleppt eben, von klein auf wirklich. Und während der ganzen Reihzeit, das waren immerhin 10 Jahre, habe ich immer Theater gespielt in verschiedenen Amateurgruppen und so. Und irgendwann dachte ich, das kann es jetzt nicht sein, dass ich 8 Stunden im Studio sitze und irgendwann in meiner Freizeit nur Theater spiele. Es müsste umgekehrt sein. Und dann habe ich mich erkundigt und habe mich angemeldet. Einige Schauspielschulen haben auch gesagt, warum gehen Sie nicht einfach spielen? Sie haben doch schon Erfahrung und so. Nein, habe ich gesagt, ich will was lernen. Ich lerne gern, also ich will was lernen. Und dann habe ich halt die Aufnahmeprüfung in Wien gemacht und das hat geklappt. Und prompt geklappt und dann? Ja, und dann bin ich, ich weiß noch, wie ich in die Reihe gestürmt bin, hinauf in, weiß nicht was, der 4. Stock oder so, zum Personalchef rauf und habe gesagt, ich gehe. Also richtig, vollen Abgang. Der hat einen vollen Schock gehabt, hat gesagt, ja, was ist denn jetzt und warum und so. Habe ich gesagt, ich gehe nach Wien auf die Schauspielschule. Ja, lohnt sich das? Habe ich gesagt, ja. Ja. Ja, aber ich war dankbar für die Zeit bei der Reihe, es war alles okay, aber es war auch gut, dann wegzugehen. Ja. Würdest du das alles genau nochmal so machen? Ja. Christa, würdest du alles nochmal so machen wie damals oder vielleicht jetzt früher? Ich höre das ein bisschen raus. Ja, das ist schwer zu sagen, weil früher
hätte ich nicht gehen können. Ich habe da meinen Sohn vorher bekommen, ich habe geheiratet vorher. Es waren, also die Reihenfolge in meinem Leben war nicht organisch, sondern kunterbunt durcheinander. Okay. Aber das sollte wohl so sein. Also das hat schon was mit mir zu tun. Es ist ja nicht ganz so leicht, mit einer Dame übers Älterwerden zu sprechen. Aber doch, da habe ich keine Probleme. Ja, weil du verarbeitest das Älterwerden ja auch in deinen Liedern, habe ich gelesen. Ne? Zumindest. Ja, ein bisschen. Mhm. In dem zweiten Chansonprogramm, da geht es hauptsächlich um dieses Thema, diese Wechselzeit. Genau. So. Ja. Aber jetzt unabhängig davon, das Altern scheint ja bei dir spurlos vorbeizugehen. Die Rollen verändern sich aber mit dem Älterwerden, oder? Die Rollen verändern sich, ja, und es werden weniger. Das ist auch noch ein Fall, das werden weniger. Frauen haben es da viel schwerer als Männer, weiß nicht warum. Die Rollen verändern sich, ja klar. Man wird dann, irgendwann ist man dann die Mutter, irgendwann ist man dann die Oma. Also ja, es ist normal. Und diese Rollen sind dann auch kleiner, meistens jedenfalls. Aber es ist okay, also es gehört alles so dazu. Ich habe die jungen Mädchen alle gespielt, obwohl ich da schon 35 war oder so, habe ich immer noch die jungen Rollen gespielt. Und irgendwann geht es halt. Die Oma reicht es ja noch nicht, oder? Ich bin aber schon Oma. Ja, das schon. Ich bin ja auch schon Opa. Also hallo. Das geht dann, wenn man schnell. Das ist das. Ja, da tut man nicht viel dazu. Nein, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Darf eine Schauspielerin in Würde altern oder ist sie verdammt, sich dem Jugendwahn zu unterwerfen? Ja, also sie ist nicht dazu verdammt, aber viele machen es halt und müssen es halt auch. Das ist ein heikles Thema, weil es gibt ja auch viele, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, es gibt ja auch viele, die, ich meine, diesen Beruf auch lange weiter mit Gewalt weitermachen möchten. Und sie werden älter und die Besetzungen werden immer jünger. Irgendwie der Jugendwahn ist da auch ausgebrochen im Film und im Fernsehen. Das geht wieder ein bisschen zurück. Also okay, es ist wieder, ändert sich ein bisschen. Also leicht ist es nicht für Frauen. Das sagt eigentlich jede Schauspielerin. Okay. Ja. Aber du hast jetzt... Also ich leide jetzt nicht drunter. So. Die erogene Zone. Yes. Wie kommst du denn darauf, eine CD oder eine Produktion erogene Zone zu nennen? Erogene Zone. Also es ist ein Programm gewesen auch, also mit einer vierköpfigen Band, mit dem wir aufgetreten sind. Vorher ist die CD entstanden, weil ich plötzlich Musiker zur Hand hatte. Irgendwie flogen mir Musiker zu. Der eine, der andere, ein Cellist, Akkordeonistin, Pianist und so. Ja, sie möchten mit mir spielen. Da habe ich gesagt, Moment, was ist jetzt los? Also das sind jetzt plötzlich vier Musiker. Ich muss jetzt auf der Stelle ein Programm machen und vor allem muss ich ins Studio mit denen, weil die dann plötzlich wieder keine Zeit haben oder so. Und dann habe ich halt so Lieder zum Teil schon in der Schublade gehabt, zum Teil welche geschrieben. Und irgendwie hat mich halt interessiert, das Thema Liebe, Erotik, Mann, Frau. Dachte ich, wovon sollen wir sonst singen? Also irgendwie war das so angesagt gerade. Ne? Und dann sucht man halt einen Titel fürs Programm. Ich weiß nicht, und eines Tages kam halt der Titel Erogene Zone. Das ist ja einfach, dieses ganze Paket ist eine erogene Zone. Ich meine, es kommen auch Tintarella di Luna vor oder Piazzolla-Lieder oder Precht-Lieder, was sie handeln alle. Aber du hast auch einige hast du selbst geschrieben. Einige auch, die ich selbst geschrieben habe. Ja, ja. Ach, ich freue mich riesig auf diese CD. Ja, du hast in einem anderen Programm einen anderen wunderbaren Titel gewählt. Wunderbaren Titel weiß ich nicht, aber jedenfalls, ich habe ihn auch heute bei der Anmoderation schon verwendet. Ja, ja, verwendet. Ist gut, dass du es nochmal sagst, damit wir die Dinge klarstellen. Du bist jetzt in der zweiten Ehe und du verschenkst gern Ehemänner, oder? Nein, ich verschenke nicht gern Ehemänner, sondern das war der Titel des Programms. Ja. Heute verschenke ich meinen Mann, aber das ist zugleich der Titelsong gewesen. Genau. Und den habe ich in Bozen übrigens, habe ich das Programm auch gemacht, in der Carambolage damals. Genau. Ja. Und das ist halt dann die Fortsetzung von Erogene Zone, wo es halt schon ein bisschen anders zugeht, wo dann schon also von der erogenen Zone zum verschenkten Mann oder zu der Zeit, wo man sich so verändert, dass man sagt, ja, jetzt mag man eigentlich nimmer oder man trennt sich oder dann sterben Eltern oder stirbt wer oder eine Freundin. Es ist also einfach 10 Jahre älter, die ganze Geschichte. Naja, und eine sagt, jetzt hat es genug und verschenkt ihren Mann. Genau. Ich bin ja da eine Figur gewesen. Ist klar. Genau. So.
Christa, was steht denn jetzt noch alles an bei dir? Was möchtest du machen? Was wirst du machen? Ich werde meine Lesungen, meine Soloprogramme weitermachen. Und nächstes Jahr hier in Meran noch eine mitspielen bei einer internationalen Kinoproduktion. Die wird in Meran und Umgebung gedreht. Das heißt Al Dio Ignoto. Eine italienische Produktion? International. Also To the Unknown God. Das ist nach einem Nietzsche-Gedicht der Titel. Mhm. Mit einem ernsten Thema, aber es wird, glaube ich, ein sehr berührender, interessanter Film. Es geht um Leben und Tod. Soll es in jedem guten Film eh um Leben und Tod gehen. Aber da geht es halt auch um das Leben vor dem Tod und auch knapp vor dem Tod. Ja, mit guten Schauspielern. Ulrich Tukur wird mitspielen, Paolo Bonacelli, Laura Pellicciari, Rodolfo Bisatti macht Regie. Also es sind viele Italiener. Aber ja, da freue ich mich drauf. Wirst du auch mehr bei uns wieder zu Hause? Inwiefern das ist zu Hause? Ist es jetzt mehr München oder Bozen? Freust also du dich auf diese Zeit dann jetzt in Meran zu spielen? Ja, das wird dann vielleicht nicht so lang sein. Ja. Ne? Aber ich freue mich immer wieder herzukommen. Mhm. Ich komme gern hierher. Ich bin aber auch gern in München inzwischen, weil ich halt dort jetzt zu Hause bin. Und wenn ich hierher komme, dann ist immer dieses, es riecht nach Bozen. Das ist einfach, das ist halt so Kindheit, Jugend, Zeit, das ist alles von hier. Ne? Das genießt du momentan, oder? Jetzt bist du ein paar Tage hier? Jetzt bin ich ein paar Tage hier und das genieße ich. Ich genieße das immer sehr. Ja, absolut. Christa Posch, meine Damen und Herren. Dankeschön. Das, Christa, waren jetzt meine Fragen. Du hast mitbekommen, das Publikum darf auch Fragen stellen. Oh, ja. Und jetzt bin ich echt gespannt, was das Publikum von dir noch wissen möchte. Hoppala. Bitte schön. Was war deine lustigste Rolle? Meine lustigste Rolle war meine erste Komödie. Ich habe immer ernstes Fach mehr gespielt. Und das war Figaros Hochzeit, das Theaterstück. Und ich war die Susanne. Und ich musste mich überhaupt erst daran gewöhnen, dass das jetzt eine Komödie sein soll. Weil die Susanne selbst ist ja völlig ernst und tough und so. Und ich weiß noch, in der Vorstellung oder fast in der Premiere oder so, als die Leute dann gelacht haben, wenn ich was gesagt habe, ich war völlig verwirrt, dachte ich, ach, aber das ist schön, sie lachen so. Das ist so meine erste lustige Rolle gewesen. Ist es auch mal passiert, dass Sie selbst angefangen haben zu lachen, also so während eines Auftritts? Das war auch mal in einem ernsten Stück auch, ja, war so eine große Tischgesellschaft in Drei Schwestern von Tschechow. Und bei dieser Tischgesellschaft durfte es auch lustig zugehen. Und alle sind wir ausgerastet und haben auch fast privat gelacht, das weiß ich noch. Wir haben fast privat gelacht und mussten uns dann schwer wieder zusammennehmen, damit es weitergehen konnte. Toll. Welche Rolle hat Ihnen am besten gefallen? Tja, das ist schwer, weil es ist eigentlich immer die gewesen, die ich dann gerade als letztes gemacht habe. Aber sehr geliebt habe ich am Theater jetzt die Rosalind Shakespeare, wie es euch gefällt. Die habe ich besonders gemocht, ja. Kommst du mit uns zum Dürkelen? Zeit für solche Aktivitäten? Also es ist noch eine. Also manchmal komme ich Urlaub machen hier und das kann auch im Herbst passieren und da gehe ich dann auch türkeln, aber klar. Ja, ich sage aber nicht wo. Sonst kommen alle dorthin. Das ist so ein schöner Platz. Okay. Komm mal her. Ja. Fein, Christa. Herzlichen Dank. Ja. Wir haben jetzt ja noch ein bisschen Gelegenheit, noch das eine oder andere zu bequatschen. Ja. Hast du die Band Meinfeld schon gekannt, bevor du hergekommen bist? Nein, zu meiner Schande nicht. Aber ich habe mich sehr gefreut, sie bis jetzt jedenfalls hier zu hören. Die sind sensationell, oder? Ja, wunderbar, wunderbar. Und die haben wieder einen Song mitgebracht. Ja. Und zwar nennt sich der, jetzt hoffentlich spreche ich das richtig aus, Fragile. Und zwar Meinfeld, Patrick Strobel. Young Odie told me, son, you should take care of your heart, 'cause you will find out it's the only one you have, the most fragile part.
So I grew up and I thought I'd take care, but obviously not enough. I gave it away and I thought it would be safe. Now I'm on this lonesome path. I will never love no more. Someone broke my heart, but I will never be complete. Someone took my heart. I was bound to wander alone with my empty chest. But even my soul left my body behind, the hope to find some rest. And even my friend, I try to find some rest lying on the floor after having too much wine. But even my friends, they close the door and never see the sunshine. I will never love no more. Someone broke my heart, and I will never be complete. Someone took my heart. Thought that I'll be lost till the end of my days. A warm hand came and grabbed me up. Together now we walk this way. But even my soul came back home, longest missing embrace. From now I'm no longer alone, and no more hearts to chase. I never loved more. She gave me her heart. But finally I am complete. She gave me her heart. Meine Damen und Herren, fein. Christa, wer kocht denn bei dir zu Hause? Du oder dein Mann? Du wirst lachen. Manchmal stehen wir beide am Herd und er kocht sich was und ich koche mir was, weil wir nicht also immer das Gleiche Menüse essen wollen. Ah, okay. Ja, genau. Okay. Mhm. Also manchmal kocht er auch für uns beide und manchmal koche ich, aber dann gefällt ihm wieder irgendein Gewürz nicht oder so. Oder manchmal kochen wir einfach beide was, stehen da nebeneinander, aber das macht Spaß. Du machst noch Querverkostung, dann schauen wir dann das Nee, da mischt man sich lieber nicht an. Katja, wer kocht bei dir zu Hause? Ich gehe meistens auswärts essen, weil ich bin nicht so eine gute Köchin. Echt? Das ist noch eher die Sportlerküche, Leibetto di Pollo und da wäre ein weißen Reis oder Getreide. Ja, nein, ich schaue schon ein bisschen aufs Essen, weil ich denke, es macht viel aus, ja. Okay, auch für den Sport dann. Für den Sport, oder? Ja, ja, das genau, ja. Patrick, du bist leidenschaftlicher Koch, haben wir davor gehört. Richtig. Jetzt, wenn wir noch drei Damen haben und wir zwei Männer, jetzt schmücke ich mich mit ein bisschen fremden Federn. Ich frage, darf man für jemanden etwas kochen, oder du? Ja, richten wir etwas her. Ha? Wow. Dann, wir haben da. Deswegen, liebe Damen, ihr könnt euch zu uns gesehen, du gehst voraus, ja. Und zwar, wir wissen ja, dass der Patrick sich mal versteigern lassen hat und dann hat er ziemlich ein ordentliches Menü gekocht. Vier Gänge, heute kriegen wir heute nicht hin, so viel Zeit haben wir nicht. Seien wir uns nur drei. Oder drei. Ich bin gesteigert. Dann hast du gesagt, oder vier. Was gibt's denn heute hier? Also Leikronen, kein richtig Kochen, war ein bisschen aufwendiger. Ja. Und wir haben einen Gruß aus der Küche.
Ganz was so einfach, Karls. Du kannst mir helfen, ein bisschen anrichten. Ja, natürlich. Du sagst mir, was ich dir soll. Genau. Wo ich nichts kaputt machen kann beim Kochen. Ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen. Ja. Ein Küchenoffizier zu Hause ist bei mir die Frau. Ich bin da nicht so. Ja. Was ist denn deine Spezialität? Du hast ja gesagt, du hast ja selber etwas, wo die Leute beeindrucken kann. Ja, eigentlich war eher Grillen und so. Ist so. Die Frau kauft. Genau. Ich verstehe es wieder, ja. Und die legst dann drauf und bin der Kaiser. Du dran, was Fleisch um. Die legst auch noch. Aber sie hat allen den ganzen Rest gemacht. Genau. Ja. Mhm. So, Lieblingsspeisen bei euch, liebe Damen? Oh. Spaghetti aglio olio. Schon. Oh. Gibt es die in München? Ja, in der Form, wie man sie. Die machst du dann. Deine Lieblingsspeise? Ich habe gerne Steak mit einem Grillgemüse. Steak mit Grillgemüse? Ja, ganz freut sich der Philipp, das ist so dein Genre. Manu? Ja, ich habe den Sushi brutal gern. Sushi? Ja, mag ich auch. Gell? Schau. Dann möchte das nicht tun. Das recht gut schmecken. Dann erklär Patrick, mal, was es da rein gibt. Ich zeig dir jetzt mal, wie wir da den. Zu wieder ein bisschen. Geschnipselt haben wir halt schon. Wir haben es ja vorbereitet. Ja, diese schon. Also, wir haben da einen Avocado-Mousse. Mhm. Wie hast du das Avocado-Mousse gemacht? Eigentlich ganz so einfach. Avocado. Ein bisschen Zitrone und Salz, Pfeffer, das war es eigentlich schon. Und da tun wir nachher. Ein Schiffel unten ein bisschen rein. Ganz einfach. Dann kommt der Räucherlachs rein. Ein Räucherlachs, okay. Genau. Mhm. Hörst du Musik beim Kochen normalerweise, Patrick? Ja, kommt auch noch mal eine interessante Geschichte. Schieß mal los. Also, ich hatte eben vor, noch ein Kochbuch zu machen. Aha. Und zwar recht einfache Gerichte. Und die sind aber in Verbindung mit. So mit Hörbeispielen, die wir dann kochen am Ostern. Und wird dann eigentlich auch irgendwann kommen dann. Aber wenn du Musik hörst beim Kochen, welche Art von Musik hörst du? Alles gemischt eigentlich. Querbeet? Genau. Musik beim Kochen, da würde mir jetzt so spontan einfallen. Christa, würdest du uns ein Lied singen, während wir kochen hier, aus deinem Programm Erogene Zone? Ja. Wärst du bereit? Gern. Schon? Dann, welches Lied? Welches Lied hast du vor zu machen? Das Lied heißt Nach diesem Lied. Nach diesem Lied. Dann sehen wir uns wieder nach diesem Lied. Okay. Und wir kochen weiter. Christa Bosch. No, und wir machen einfach weiter, oder? Gell? Ja, immer das gleiche Spiel. Ja. Nach diesem Lied bin ich um 3 Minuten älter. Auch dir fehlen ein paar Haare mehr. Mein Blut pocht um 3 Minuten kälter. Der Tod rückt 3 Minuten näher. Die Liftingfrage wird immer akuter. Auch bei dir hängt manches 3 Minuten tiefer. Vorm Spiegel brauch ich wieder ein bisschen länger. Und ähnel um 3 Minuten mehr meiner Mutter. Nach diesem Lied, nach diesem Lied, nach diesem Lied bist du um 3 Minuten fetter, hast weniger Muckis, dafür mehr Kinn. Und ich lieb dich wieder 3 Minuten länger. Von vorn, von hinten, von außen und von innen. Wir gehen uns 3 Minuten länger auf die Nerven. Unser Schweigen wird manchmal laut. Unser Lieben leiser und kürzer. Und um 3 Minuten mehr vertraut. Nach diesem Lied, nach diesem Lied, nach diesem Lied bin ich um 3 Minuten reicher, um das, was schön ist mit dir. Auch um 3 Minuten trauriger und was auch immer. Und jetzt ist Schluss.
sonst wären es noch vier. Christa Post, meine Damen und Herren. Nach, was kommt nach diesem Lied? Sehr genial. Frau Post, bitte. Das Lied, das stammt ja aus Ihrer Feder, gell? Sie den Text habe ich geschrieben, ja. Sie ja. haben den Text selbst geschrieben. Den Wie Text viele hab Texte geschrieben. Haben Sie selber geschrieben auf der CD? Auf der CD, weiß ich nicht, sind es vielleicht 7, 8 oder so, aber in dem letzten Programm, das ich gemacht habe mit einem Pianisten zusammen, da sind es, ich glaube, 15 oder so. Ja, ja. Genial. Also wirklich super, super toll. Ja, schön. Christa, wann wusstest du, ich muss was wegen 3 Minuten machen? Also wann hast du gemerkt, dass 3 Minuten wirklich so intensiv gelebt werden können, wie gerade eben ich dein Ich kann Lied? Nicht sagen, wie diese Liedtexte mir eingefallen sind. Manchmal musste ich lange über einen nachdenken und manchmal beim Spazierengehen, zack, bumm, war ein ganzes Lied da. Also ich weiß nicht genau, wie dieses entstanden ist. Gell? Also, ich kann da leider nichts. Es dauert aber eigentlich nur 2:08. Gell? Ja, das haben wir getimt. Wir haben getimt. Also es ist ein bisschen gelogen. Gell? Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Genau. Was kommt nach dem Lied? Jetzt gibt es eine Fortsetzung, Teil 2. Von diesem? Ja, nach Beispiel? Diesem Lied? Ja, da fällt mir jetzt nichts Witziges ein, glaube ich, im Moment als Antwort. Ja, das sind schon ernste Themen da dabei. Lustig. Ja, klar. Ich meine, das Leben ist ja sehr zwiespältig, ja. Doppeldeutig, alles Mögliche, gell? Katja, für die 3 Minuten können oft lang sein im Tor, oder? Ja, ich hänge gerade da, was man tut, wenn zum Beispiel ein Elfmeterschießen gerade ist, nachher kann viel passieren. Ist immer was los. Genau, ja. Wenn es jetzt während des Spiels ist, dann kann auch nicht viel passieren, aber es macht oft, 3 Minuten machen oft den Unterschied aus. Ja. Diese berühmt-berüchtigten 3 Minuten. Haben wir da jetzt nicht das Problem, dass wir sie wegen 3 Minuten verkochen jetzt, diese Grüße aus der Küche? Gott sei gell? Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Das ist eine kalte Vorspeise. Für dich auch so Songs, wie lang müssen die eigentlich in der Regel sein? Mir geht es eigentlich gleich. Entweder es überfällt einen oder oftmals sitzt man ein bisschen länger. Ja. Ach, zwingen geht nicht, das Kind einfach. Es ist ganz schwer. Ja, es ist ein bisschen wirklich so. Ja. Und vor allem, wenn man in dem Kanal drin ist, dass man sagt, jetzt schreibe ich Texte, dann kommen die auch oft richtig dahergeflogen. Ich sitze mir am so 4 Tag abschotten und dann schreiben. Und dann geht's los. Ja. Werden kochen vielleicht da oder? Ja, kochen, nicht. Das schreiben. Nur schreiben. Und Wein trinken. Und Wein trinken, okay. Ja, fein, dann würden wir mal so ein erstes. Wärst du jetzt? Ja, Joachim nicht mehr. Joachim nicht mehr? Ja, da erfreut dann, mich. Schau mal sehr gut aus. Ich eben nicht, dass ich mir jetzt mit den fremden Federn schmücke, das lasse ich jetzt wirklich in Patrick machen. So. Wow, vielen Dank. So. Dankeschön. Haben wir da noch ein schönes? Ein schönes, ja. Schönes, gutes. Ja, Werkzeug haben wir hier. Mach ich. Das merkt sich mal. Isst du auch eins, oder? Ich habe schon beim Probieren vorher schon gekostet. Okay, dann eins ist für mich oder ich opfer. Nein, ich tue schon auch eins gerne. Ja. Ist es jetzt alle zugleich? Nein, man kann. Probieren wir es mal. Eine nach dem anderen, ja, alle zugleich. In Romalini. Alles in einmal, also würdest du empfehlen? Danke schön. Was soll man da jetzt dazu trinken am Essen? Was sagt er? Wir werden einen Prosecco servieren. Wenn ich schon groß aus Kirche komme, ich stehe essen. Und ja, noch fahren wir mal den Philipp ab, wenn es dabei ist, ein Prosecco. Mir hat er schon einen Whisky Cola gewechselt. Boah, wie schmeckt's? Sehr gut. Ha? Sehr fein. Wahnsinn. Ich würde sagen, delikat. Ja. Delikat. Wirklich, gell? Ja. Katja, ist das vielleicht, du als Steak-Fan? Geht das als Sport hier durch? Ja, ich muss es, ja. Also, passt. Ja, 10 Liegestützen morgen extra, gell? Wahrscheinlich. Du bist ja. Sehr, sehr lecker. Also ich mag alles, was da drin ist. Was ist mit dem Prosecco? Ja, ich Wo weiß ist nicht. Der Prosecco? Kommt den später erst, ja. Okay. Ich glaube, der ist noch. Na wirklich, sehr bestimmt. Das werden wir nachkochen. Ja, herrlich. Sehr lecker. Ja, dann ich würde mal sagen, wir essen jetzt gemütlich, werden noch ein paar austeilen. Wir sind eigentlich am Ende der Sendung angekommen. Wer
genießen das jetzt, oder? Ja. Und ja, ich bedanke mich mal bei allen. Du hast eigentlich echt heute am meisten zu tun, Patrick. Das stimmt. Du spielst ins Snowen, oder? Richtig. Dann, in der Zwischenzeit, mach du dir schmecken. Machst du das noch mit nach? Das mache ich. Also jetzt. Super. Das ist das Gries, jetzt mache ich dran. Das ist jetzt super gegangen. Patrick Strobel, meine Damen und Herren. Mainfeld, eine Band, von der werden wir noch sehr, sehr viel hören. Zumindest das möchten wir auch. Dann möchte ich mich bei Katja Schroffenegger bedanken, meine Damen und Herren. Danke. Verletzungsfrei, das ist wichtig und dass dir all deine Träume in Erfüllung gehen. Katja Schroffenegger, danke fürs Kommen. Tja, dir, liebe Christa, dass nach diesem Lied noch viele weitere Folgen werden. Okay, und viel danke. Erfolg mit deinem Film jetzt in Kürze. Vielleicht sehen wir uns dann eh wieder in Meran. Weiß. Würde mich freuen auf einen Café oder so. Danke, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Christa Bosch! Ja. Danke. Tja, und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Hause. Danke meiner Manuela, meiner bezaubernden der Kellerkapelle, dieses sensationelle Publikum hier im Sudwerk des Batzenhäusl. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, bei der nächsten Ausgabe. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Toms Keller Show und jetzt Mainfeld! Somehow I ain't falling, and I wasn't ready to bow, but a known harbor was calling, and I thought you was bitterness being past. It's satisfying thirst, I'm breaking fast, but take me back where it all began, take me back where it all began. I turn backwards around the sun. Take me back where it all began, take me back where it all began. I turn backwards around the sun. And I always believed in hope, but not in trust. They say that when they pass, we come up to you. They seem to know everything, but not how to create me new. Take me back where. Take me back where it all began. I turn backwards around the sun. Take me back where it all began. Take me back where it all began. I turn backwards around the sun. Everyone took the wrong step before things go out of sight.